Unreal Engine. Weswegen ich dieses von den Werken H.P. Lovecrafts inspiriert und spielt in einer Zeit in der Mitte, nicht selten von der Gesellschaft diskriminiert wurden. Obwohl wir Vorurteile gegenüber Minderheiten falsch erachten, wollen wir nicht, dass Leute, die nicht so schnell lesen können, das nicht lesen. The Sinking City. Eisiger Empfang. Sehr geehrter Mr. Reed, ich habe Nachforschungen in der Stadt Oakmont in Massachusetts angestellt. Wie sich herausstellt, hatten sie hinsichtlich ihrer Visionen recht. Aus dem ganzen Land zieht es Menschen nach Oakmont, die ähnliche Visionen haben wie sie. Von einer Stadt in den Fluten versinkt und einer großen, unbekannten Macht, die hier allgegenwärtig zu sein scheint. Glücklicherweise bin ich wohl auch auf die Ursache gestoßen, sowie auf die Person, die ihnen diesbezüglich helfen könnte. Bitte brechen Sie alsbald nach Oakmont auf. Ich werde Sie dann gleich nach Ihrer Ankunft treffen und Ihnen helfen. Herzlich, Johannes Vandenberg. Hi Mary. Scheiße. Ich muss laufen. Oh. Ja. Es wird nichts mehr damit fahren. Und täglich grüßt das Murmeltier. Jetzt bloß ich das gleiche machen. Es hilft der Zielstein. Schiff. Sharon. Was haben wir hier? Brief von Johannes Vandenberg. Das haben wir schon gelesen. So. Eisiger Empfang. Ja. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Spiel hier auf meinem Channel. Wir spielen. Da ist nichts. Wir spielen The Sinking City. Wenn ich es richtig gehört habe, ein Horrorspiel, was mich jetzt zuallererst sehr stark an Call of Cthulhu erinnert. Was haben wir? Wir haben Schießpulver und Federn bekommen. Da ist eine Waffe. Ja, sieht ganz gut aus. Hoffentlich muss ich meine Waffe nie benutzen. Auch wenn mir mein Bauchgefühl etwas anderes sagt. Dann nehmen wir trotzdem mal mit. Pistole mit 6 Munition, Kaliber 38. Eine Klappkamera. Alle Schlüsselhinweise gefunden. Das ging schnell. Hallo? Achso, wir haben hier die Kamera. Und da haben wir hier mal ein schönes Bild von fotografiert. Fotografie einer Trophäe. Okay, Karte haben wir noch nicht. Ich habe mir die Karte nicht angeguckt, denn
Ich habe nämlich die Day One Edition geholt. Und da ist die Karte dabei. Und ich habe die Karte angeguckt. Sieht schon einigermaßen groß aus. Aber hier, Fotografie einer Trophäe. Eine Trophäe mit einem merkwürdigen Fisch, der fast lebendig wirkt. Bah. Fallmappe. Hauptfall, Nebenfall, abgeschlossene Fälle. Das erinnert mich jetzt gerade so stark, sehr stark daran, an ein Spiel, was ich jetzt auch vor kurzem angefangen hat, und zwar The Judgment. Also nicht Judgment, sondern einfach nur Budget. Boah. Okay. Ich versuche mal etwas langsamer zu sprechen, denn sonst wird das heute nichts mit aufhören. Das Spiel erinnert stark jetzt an eine Mischung von Judgment, was ein Spiel, was ich jetzt vor kurzem angefangen habe, auch auf dem Channel schon drauf habe, und Call of Cthulhu. Das kann eigentlich nur gut werden. Reisewerbung sollte man nicht trauen. Oakmont. Monolith National Park is waiting for you. Alle Hinweise gefunden. Kann man. Ah, Viererbett, aber wir sind alleine. Und wir haben gesehen. Pistole, die Armee-Pistole Bolt Model 11 ist leicht in der Handhabung und kann problemlos verdeckt getragen werden. Weswegen sie bei Detektiven sehr beliebt ist. Sie wird nur mit Munition Kaliber 38 geladen. Anzahl. Ah, ich kann auch fertigen. Das ist geil. Erste-Hilfe ist ein ungewöhnlicher Verbandkasten der Armee mit Verbandzeug und einer Dosis eines starken Schmerzmittels. Dafür brauchen wir Alkohol und Federn. Explosivwaffen für alt. Cool. Ich bin jetzt schon gespannt. Ah, wir haben einmal Kampf, Körper und Geist. Du kannst bis zu 25 beliebige Gegenstände zum Fertigen bei dir tragen. Stadt, Korrespondenz, Dokumente, Bestiarium, Mythos, Glücksspiel. Also, ich finde das Spiel hat jetzt gerade erst angefangen und es sieht schon echt geil aus. Ah, okay. Hallo. Gehen Sie, gehen Sie, gehen Sie, Ich wollte. gehen Sie, Aber. gehen Sie, Ich gehen Sie, habe gehen auch. Sie. Ich hab noch Gehen Fragen. Sie, Soll ich gehen gehen? Sie, Soll ich gehen gehen? Sie, Soll ich gehen gehen? Sie. Entschuldigung. Klettern. Da sind Sie ja, Mr. Charles Reed. Erfreut, Sie endlich persönlich kennenzulernen. Ganz meinerseits. Johannes van der Berg, zu Ihren Diensten. Ich hatte Ihnen doch versprochen, Sie gleich nach Ihrer Ankunft zu treffen. Ah. Verbindlichsten Dank, Mr. Vanderberg. Ich ging nicht davon aus, dass Sie das Wort wörtlich meinen. Nennen Sie mich einfach Johannes. Aber wo sind meine Manieren? Willkommen in Oakmont. Diese Stadt hat zwar schon bessere Zeiten gesehen, aber es sind Ihre wichtigsten Stunden. Was mein Problem betrifft. Was hat das mit dieser Stadt auf sich? Schöne Kleidung. Sie sagten, Sie würden jemanden kennen, der mir mit meinem Problem helfen kann. Die Visionen sind schlimmer geworden. Lebhafte Träume sind hier in Oakmont nichts Ungewöhnliches. Zufälligerweise ist Robert Throckmorton, der Herr, von dem ich Ihnen erzählt hatte, gerade hier am Hafen. Er scheut weder Kosten noch Mühen, um dieses Phänomen zu erforschen. Aber ich fürchte, er hat im Moment ein dringlicheres Problem. Interessant. Es war nicht leicht, nach Oakmont zu gelangen. Auf den meisten Karten ist die Stadt nicht verzeichnet. Und dieses alte Postschiff war die einzige Möglichkeit, hierher zu kommen. Woran liegt das? Oakmont ist keine gewöhnliche Stadt. Aufgrund ihrer einzigartigen geografischen Lage und der Flut ist es nahezu unmöglich, sie zu erreichen. Aber Sie haben es geschafft, Mr. Reed. Ich wusste, dass die Wogen des Schicksals Sie irgendwie an diesen Ort tragen würden. Okay. Wie erkenne ich denn überhaupt den Wie Typen? Erkenne ich Mr. Throckmorton? Keine Sorge, Sie können ihn gar nicht übersehen. Mr. Throckmorton, er sticht aus der Masse hervor. So wie du? Aber erstmal, wo soll ich wohnen? Ich brauche für die Zeit meines Aufenthalts hier in der Stadt eine Unterkunft. Sie als Einheimischer können mir doch bestimmt etwas empfehlen. Darum habe ich mich bereits gekümmert.
Ich habe im Devil's Reef Hotel ein Zimmer auf Ihren Namen gemietet. Hier haben Sie den Schlüssel. Ein reizender Name. Ja. Sehen Sie keine voreiligen Schlüsse, Mr. Reed. Das erinnert mich jetzt immer und immer stärker an Call of Cthulhu. Wo ist das Hotel? Wie gelangt man in Oakmont am besten von A nach B? Ich würde gerne meine Sachen im Hotel ablegen. Die meisten Einheimischen sind zu Fuß oder mit dem Boot unterwegs. Auch darum habe ich mich bereits gekümmert. Außerhalb des Hafens steht ein Boot für Sie bereit. Sehr zuvorkommend, Johannes. Können Sie mir noch sagen, wo sich das Devil's Reef Hotel befindet? Nehmen Sie diese Karte. Ich habe das Hotel und einige andere interessante Orte eingezeichnet. Vielen Dank. Warum interessant? Was sind so besonders an denen? Andere interessante Orte? Zum Beispiel? Sie sind Privatdetektiv, richtig? Ich habe zum Beispiel die Polizeiwache, das Stadtarchiv und die Zeitungsredaktion markiert. Alles Orte, die Sie näher zur Wahrheit führen. Die Stadt ist geheimnisvoll und ziemlich eigen. Die Bewohner sind nicht besonders hilfsbereit. Daher sollten Sie wissen, wohin Sie sich wenden müssen, wenn Sie eine Spur verfolgen. Interessant. Warum sind Sie hier? Mit was verbringen Sie Ihre Zeit, Johannes? Ich leite einen Philosophieclub für gleichgesinnte Intellektuelle in der Stadt. Bis? Dort kreisen unsere Gedanken um Fragestellungen wie Motten um das Licht. Gibt es dieser Tage in Oakmont überhaupt ein Interesse an Philosophie? Ein höheres Bewusstsein erlangt man nur durch Leid, Mr. Reed. Geistige Klarheit stellt sich daher am ehesten in schweren Zeiten ein. Interessant. Danke, aber ich muss gehen. Ich denke, das ist vorerst alles. Danke, dass Sie mir geholfen haben. Keine Ursache. Es war mir ein Vergnügen, Mr. Reed. Ach, bevor Sie gehen, wo finde ich Sie? Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Ich werde sie finden. Robert Throckmorton finden. Hotelzimmerschlüssel. Da kommt mir echt der Suspicious vor, echt komisch. Wir werden uns wiedersehen. Das befürchte ich auch. Ah, es ist aber ein schöner Empfang hier. Das sieht aber echt. Okay. Der Anfang mit den Fällen erinnert mich an Judgment. Die ganze Welt erinnert mich an Call of Cthulhu. Und jetzt, wenn ich oben das Ding sehe und höre, dass wir mit dem Boot unterwegs sind, habe ich Erinnerungen an God of War. Bin ich tot? Ne, ich kann schwimmen. Noch. Vielleicht kommt gar kein Schiff, ein Schiff nicht raus, ich sehe schon. Das war ein Spaß! Das war nicht ernst gemeint, da ist wirklich gerade was gekommen. Ja, schön. Oh, klettern da. So. Ich glaube, ich habe Dr. Throckmorton gefunden. Aber ich wollte eigentlich zu ihm hier. Auf. Ganz leicht. Kann ich mit ihm reden? Das Ende ist nah. Und dann beginnt wieder alles von vorn. Was unten ist, gelangt empor. Die Saat ist gesät. Genau. Das Ende ist nah. Und dann beginnt wieder alles von vorn. Was unten ist, rein? Gelangt empor. Nein. Die Saat ist gesät. Genau. Ich habe den Trailer von The Sinking City schon lange, lange vorher gesehen. Und für alle, die ihn nicht gesehen haben, in dem Spiel ist es halt so, man wacht am Strand auf. Und wie war das? Nimmt den Hut auf, glaube ich. Nimmt das MG, was man dabei hat. Steht dann auf, geht in der Stadt rum, geht in ein Haus, geht dann durch eine Tür, wo man dann jemanden da liegen sieht. Wenn man näher geht, sieht er genauso aus wie sich selbst. Und bevor der andere aufwacht, dann wird er von einem Kraken verschlungen. Und dann passiert genau das, was vorher auch passiert ist. Ich bin echt gespannt, wie das Spiel sich hier entwickelt.
Und ja, ich weiß, wir müssen eigentlich zu Dr. Throckmorton. Scheiß drauf. Ich möchte jetzt erstmal hier rumlaufen und schauen. Ein bisschen erkunden. Wenn ich darf. Cool. Also ist nichts Besonderes heutzutage, aber trotzdem echt irgendwie cool aus. Und sonst ich. Sagst du, die Bewegung von ihm ist etwas. Naja, ich bin ein Roboter-mäßig, aber trotzdem. Komm ich da hoch? Nein. Aber trotzdem eigentlich ganz cool. Komm ich hier rüber? Komm ich da? Nein. Ich vergesse, dass ich eigentlich klettern kann. Vergesse ich die ganze Zeit. Apropos klettern, komme ich hier rüber? Ja, und was ist da? Ich kann das halt nicht lesen. Schade, dass ich es nicht aufheben kann. Ah, so wird man. Ist das Dr. Throckmorton? Der kommt mir sehr komisch vor. Eure billigen Ausreden interessieren mich nicht. Niemand verlässt Was? Den Hafen, bis mein Sohn gefunden wurde. Und dabei bleibt es. Verzeihen Sie. Sind Sie Robert Throckmorton? Ja, aber ich habe jetzt keine Zeit. Gehen Sie. Ich heiße Charles Reed und bin Privatdetektiv. Ich bin gerade aus Boston hier angekommen. Man sagte mir, Sie können mir vielleicht helfen. Privatdetektiv, sagen Sie? Nun ja. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Ich habe eine Banane, wenn du möchtest. Entschuldigung. Entschuldigung, ich musste das einfach bringen. Ja, unser Experte ist ein Affe. In jeglicher Form. Was? Ich mach mich doch nicht lustig. Nein, was ist denn passiert? Darf ich fragen, was Ihrem Sohn zugestoßen ist? Warum interessiert Sie das, Neuankömmling? Wie gesagt, ich bin Privatdetektiv. Menschen aufzuspüren ist mein Spezialgebiet. Albert nahm an einer Tiefsee-Expedition teil, die ich ins Leben gerufen hatte. Dieser Taugenichts hier meinte, er habe gesehen, wie Albert in einem Rettungsboot an die Küste gespült wurde. Er sei kaum bei Bewusstsein gewesen und habe im Wahn in einer fremden Sprache vor sich hingemurmelt. Und dann soll er sogar versucht haben, den Kerl zu beißen. Aber Sie glauben ihm nicht. Ausgemachter Unfug ist das. Ich kenne Albert. Dank meiner Erziehung ist er intelligent und hat eine gefestigte Persönlichkeit. Er ist der Beste seiner Art. Es muss jemand anderes gewesen sein. Alberts Verschwinden geht auf das Konto von Innsmouth an. Da bin ich mir sicher. Okay. Was wissen Sie überhaupt? Man sagte mir, ich könne mit Ihnen über Visionen reden. Über den Ausbruch einer Hysterie. Ich versuche, diesem Phänomen auf den Grund zu gehen. Ja, ein weiterer Neuankömmling mit einem Problem. Das kenne ich bereits zur Genüge. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Sie haben vielleicht Nerven. Mein Sohn Albert wird vermisst. Aber niemand in dieser von Innsmouth an verseuchten Stadt rührt einen Finger. Und dann wollen Sie auch noch mit mir über Visionen reden. Ja, okay, dann reden wir erstmal. Was sind denn überhaupt diese Innsmouth? Sie scheinen auf Innsmouth nicht gut zu sprechen zu sein. Diese fischgesichtigen Verrückten fallen in diese Stadt ein, seit die Polizei Innsmouth niedergebrannt hat. Dreckige Migranten sind das, die schon die halbe Stadt an sich gerissen haben. Den Hafen, die Bezirke Grimhaven Bay, Salvation Harbor, The Shells. Sie sind einfach überall. Sie sind also sozusagen Flüchtlinge? Wenn sie einfach nur Flüchtlinge wären. Sie haben angefangen, für die hiesigen Fischer zu arbeiten und stellen sich gegen uns. Dabei ist die Familie Throckmorton ein Stützpfeiler dieser Stadt. Und die Verbrechensrate hat schwindelerregende Höhen erreicht. Ein großer, stinkender Misthaufen ist das, der nur Ärger macht. Okay, über Aussehen, das sieht man ja auch nicht alle Tage. Bitte verzeihen Sie mir meine Direktheit, aber... Jemanden wie Sie habe ich noch nie gesehen. Das liegt an der einzigartigen Erblinie der Throckmortons.
Durch unsere Adern fließt besonderes Blut. Und wir sind stolz darauf. Was? Mein Vater vereinigte sich mit der Angehörigen einer königlichen Familie, der es zu verdanken ist, dass all unsere Nachkommen mit diesen herausragenden Merkmalen gesegnet sind. War das vielleicht Affenkönig? Was? Entschuldigung, also, wir Menschen stammen ja vom Affen ab. Aber das? Und darauf stolz zu sein? Ich sehe aus wie ein Affe und ich bin stolz darauf. Hm. Okay, bitte. Ich sieht witzig aus, es tut mir leid. Ich möchte jetzt nicht irgendwie gegen Leute ranten oder irgendwie mich Leute lustig machen, die so aussehen, aber es sieht halt lustig aus. Entschuldigung, ist halt so. Mr. Throckmorton, gestatten Sie mir, Ihnen zu helfen. Ich habe viel Erfahrung darin, vermisste Personen ausfindig zu machen. Ich werde Albert finden. Was lässt Sie glauben, dass Sie Erfolg haben werden? Oakmont ist Neuankömmlingen gegenüber nicht besonders aufgeschlossen. Sagen wir einfach, dass ich manchmal Dinge sehe, die andere nicht sehen. Außerdem haben Sie nichts zu verlieren. Und Sie scheinen jede Hilfe zu brauchen, die Sie kriegen können. Da haben Sie nicht ganz Unrecht, Neuankömmling. Vera. Was? Entschuldigung, sagten Sie Vera? Was heißt das? Sie sollten sich mit dem Oakmonter Dialekt vertraut machen, Neuankömmling. Diese Verschmelzung verschiedener Sprachkulturen ist faszinierend, sofern man bereit ist, sich darauf einzulassen. Vera bedeutet so viel wie gut, womit ich zum Ausdruck bringen wollte, dass ich einverstanden bin. Verstehe. Okay. Danke. Merken, Vera heißt gut. Ich muss mehr darüber wissen, was Albert zugestoßen ist. Dane, haben Sie mir nicht zugehört? Ich habe Ihnen bereits alles gesagt. Albert ging auf Expedition und wurde dann an der Küste in einem Rettungsboot gefunden. Dieser Fischer brachte ihn angeblich zum Haus der Fischer und verließ es dann, um mich zu holen. Aber als ich hier ankam, fehlte von meinem Sohn jede Spur. Sonst noch etwas? In dem Haus muss etwas Schlimmes passiert sein. Am besten trödeln Sie nicht länger herum und sehen sich selbst dort um. Aber natürlich. Wo ist es denn? Wo befindet sich das Haus, in das Ihr Sohn Albert angeblich gebracht wurde? Bei Cowhill, ich dachte, Sie sind Privatdetektiv. Wir stehen direkt davor. Das, hätte ich mir auch denken können, vor allem, weil er gesagt hat. Sie erwähnten ein Rettungsboot. Ist es noch irgendwo hier? Ja. Richten Sie Ihren Blick auf das Haus. Gehen Sie dann nach links, bis Sie einen Strandabschnitt erreichen, an den ein Zaun angrenzt. Dort ist das Rettungsboot. Ah, okay. Dann würde ich mal sagen, los geht's. Ich würde zwar lieber das schöne Wetter genießen, Mr. Throckmorton, aber ich mache mich besser an die Arbeit. Finden Sie meinen Sohn, Neuankömmling. Und zwar schnell. Neuankömmling, oh Gott. Ich habe Ihnen klare Anweisungen gegeben, oder? Aber natürlich. In der Farmmappe befindest du deinen Hauptfall, der deinen Spielfortschritt in der Geschichte widerspiegelt. Du kannst an mehreren Nebenfällen gleichzeitig arbeiten. In den einzelnen Fällen findest du Informationen zu deinen Ermittlungen in Form von Hinweisen. Manche Hinweise sind mit einem Symbol versehen, das Aufschluss darüber gibt, was zu tun ist. Dialog. Gegenstand nutzen. Foto machen. In den Archiven recherchieren und Ort untersuchen. Hinweise liefern entscheidende Informationen zum Voranschreiten bei einem deiner Ermittlungen. Interagiere mit Objekten und Menschen, kombiniere im Gedankenspiel Bildschirmhinweise zu Schlussfolgerungen und mache Fotos, um neue Hinweise zu erhalten. Ein weißer Rahmen bei Benutzung der Kamera bedeutet, dass du den richtigen Bereich fotografierst. Lies dir alle Hinweise genau durch, um wichtige Orte in der Spielewelt auszumachen. Hefte anschließend einen Hinweis auf der Karte an, um deine Route zu planen. Hefte Hinweise auf der Benutzeroberfläche an, damit du dein aktuelles Ziel nicht aus den Augen verlierst. Drücken zum einen Ausblenden nach oben, gedrückt halten zum Ersetzen des angefertigten Hinweises mit R. Du kannst Hinweise auch von der Fallmappe aus auf der Karte Benutzeroberfläche anheften. Wähle einen Hinweis aus und benutze Quadrat Hinweis anheften, Dreieck auf Karte setzen. Oh Gott. Die Straßennamen und Bezirke der Stadt werden von Anfang an auf der Karte angezeigt.
Die meisten Wahrzeichen und interessanten Orte in der Stadt musst du erst entdecken. Gebäude mit Archiv. Wahrzeichen. Schnellreisepunkt. Die einzelnen Zielorte werden aktiviert, wenn du die Telefonzellen in der Stadt aufsuchst. Ermittlungsschauplatz. Das Symbol scheint, sobald der Ort entdeckt wurde. Die Farbe des Symbols ändert sich abhängig vom Stand der Ermittlungen. Sobald der Fall abgeschlossen ist, wird das Symbol entfernt. Ermittlungsschauplatz. Schlüsselhinweis gesammelt. Ermittlungsschauplatz. Alle Hinweise gesammelt. X. Platziere Markierungen auf der Karte, um deine Route zu planen oder interessante Orte zu kennzeichnen. Es werden nur die Hinweismarkierungen für den ausgewählten Fall angezeigt. Wähle einen anderen Fall in der Fallmappe aus, um wichtige Markierungen anzuzeigen und zu ersetzen. Totenkopf. Allgemeine rote Markierungen werden immer angezeigt, egal welcher Fall ausgewählt ist. Inneres Auge. Mithilfe deines inneren Auges siehst du Dinge, die andere nicht sehen können. Mach dir dein inneres Auge zunutze, wann immer die Ecke des Bildschirms verzerrt dargestellt werden und ein klirrendes Geräusch zu hören ist. Die offenbaren sich dann Bilder aus der Vergangenheit, Trugbilder, Zeichen oder Spuren, die ansonsten verborgen bleiben. Bilder aus der Vergangenheit haben eine Aktivierungszone, siehe oben. X gedrückt halten, um das ganze Bild zu sehen. Zeichen folgen. Mit Hilfe deines inneren Auges kannst du Zeichen sehen, die den Weg weisen. Folge den Zeichen, um neue Hinweise zu entdecken. Retrokognition bedeutet so viel wie zurücksehen und ermöglicht es dir, Ereignisse zu sehen und zu verstehen, die sich in der Vergangenheit abgespielt haben. Wenn du genügend Hinweise an einem Schauplatz gefunden hast, ereilt dich eine Vision, in die du eintauchen kannst, um alle wichtigen Szenen des Ereignisses zu finden. X. Bestimme die chronologische Reihenfolge der Szenen, um neue Hinweise zu erhalten. Es sind nur noch vier Dinge. Gedankenspiele. Bei den Ermittlungen für den Hauptfall erhältst du Hinweise, die du für Gedankenspiele nutzen musst. Options-Drücke zum Öffnen der Fallmappe und dann zum Gedankenspielbildschirm wechseln. Wenn du zwei wichtige Hinweise kombinierst, erhältst du neue Hinweise, neue wichtige Informationen betreffend den Fall, die einer Fallmappe hinzugefügt werden. Schlussfolgerung. Weiterführende Details betreffend den Fall, die im Gedankenspielbildschirm angezeigt werden. Manche Schlussfolgerungen können auf verschiedene Weise interpretiert werden und demnach zu unterschiedlichen Fazits führen. Versuche alle möglichen Schlussfolgerungen herzuleiten und den Fall gänzlich zu verstehen. Es bleibt allerdings dir überlassen, wie du den Fall löst. Archiv. Oft musst du in den Archiven der Stadt recherchieren, um nützliche Informationen zu erhalten. Die Archive enthalten themenspezifische Informationen. Im Archiv des Rathauses beispielsweise werden allgemeine Informationen über die Bewohner der Stadt und die dort ansässigen Unternehmen aufbewahrt. In anderen Archiven hingegen findest du Informationen über bestimmte Personengruppen, zum Beispiel über Verbrecher im Archiv der Polizei oder über Patienten im Archiv des Krankenhauses. In der Fallmappe sind Hinweise möglicherweise mit einem Symbol versehen, um zu signalisieren, dass Recherchearbeiten in einem Archiv vonnöten sind. Wähle in der Benutzeroberfläche des Archivs den Hinweis aus, mit dem du recherchieren möchtest, und lege drei Suchkriterien fest, um das Archiv nach relevanten Informationen zu durchforsten. Wenn du für deine Recherchearbeiten im Archiv den richtigen Hinweis und die richtigen Suchkriterien ausgewählt hast, erhältst du neue Informationen, die der Fallmappe hinzugefügt werden. Schlösser. Schlösser und Bretter können zerschossen oder zerschlagen werden. Kampf. Alter, was ist das für ein ekliges Ding? Wenn du dich duckst, sinkt die Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden. Gegner können nicht nur körperlichen Schaden verursachen, sondern wirken sich unter Umständen auch negativ auf deine Psyche aus. Einige Gegner verfügen über einzigartige Fähigkeiten, mit denen sie dich kalt erwischen könnten. Aber die meisten von ihnen haben auch Schwachstellen. Munition und andere Gebrauchsgegenstände sind rar. Du gelangst nur an neue Vorräte, indem du plünderst, Gegenstände fertigst und Questbelohnungen erhältst. Schusswaffen laden sich nicht von selbst. Das ist schön. Tauchen. Mit dem Ampulengewehr kannst du feindselige Kreaturen für kurze Zeit betäuben. Die Signalpistole sorgt für Licht und kann auch dazu benutzt werden, feindselige Kreaturen abzulenken. R1 halten, um den Druck deines Tauchanzugs langsam wiederherzustellen, falls er beschädigt ist. Okay. Karte. Wir sind hier. Da ist der Hafen und das ist
die ganze Karte. Reed Heights, okay. Das ist das Rathaus, das ist die Bibliothek. Das ist Polizeiwache, das ist Oakmont Chronicle, Devil's Reef, St. Mary's Krankenhaus, Irrenanstalt. Ich bin nicht irre, ich bin nicht irre. Und Salvation Harbor, Advent und ja, schauen wir mal. Fallmappe, einziger Empfang. Hallo? Ich... Achso, okay. Robert Throckmorton sucht seinen Sohn Albert, der am Hafen verschwand, nachdem er von einer Meeresexpedition zurückgekehrt war. Er war von einem Fischer fast bewusstlos am Strand gefunden worden, der ihn anschließend in sein Haus brachte. Laut Aussage des Fischers war Albert nicht bei Verstand und aggressiv, als er das Bewusstsein wiedererlangte und anschließend floh. Robert Throckmorton wurde geholt und befindet sich nun vor dem Haus des Fischers. Solange sein Sohn nicht gefunden wird, darf niemand den Hafen verlassen. Außerdem kann ich bis dahin nicht mit seiner Hilfe rechnen. Hotelzimmerschlüssel. Johannes van der Berg sagt, ich soll jemanden namens Robert Throckmorton am Hafen von Oakmont treffen. Offenbar kann er mir mit meiner Vision helfen. Gedankenspiel. Konflikt Throckmortons und Innsmouther. Es besteht ein Konflikt zwischen der Familie Throckmorton und den Innsmouthern. Aber er kehrte von Sinnen zurück. Aber Throckmorton benahm sich sonderbar, als er von der Meeresexpedition zurückkam. Er war aggressiv und redete wirr. Kann ich das? Und kann auch sein. Kombiniere Hinweise zur Schlussfolgerung. Ja, toll. Da würde ich sagen, hier rein. Ja, erstmal hier umschauen. Sieht aber nicht so aus, als wäre da was. Ah. Hier. Dann schauen wir uns um. Okay. Das sieht... Sieht nicht allzu normal aus. Ach ja, falls ihr euch wundert, was es ist, dieses komische Wirren im Hintergrund, das ist meine PS4, die gerade laut als echt okay. Und wo soll jetzt der Kampf stattgefunden? Alter, hat mich ja schon. Ich bin gespannt, was sie finden werden, Neuankömmling. Boah, frag mich doch einfach nach einem Namen, du Arsch. Hallo? Hey. Können Sie mich hören? Mein Kopf. Was? Wer sind Sie? Sind Sie von der Polizei? Ich habe denen schon alles gesagt. Schon gut. Charles Reed, Privatdetektiv. Mr. Throckmorton hat mich damit beauftragt, seinen Sohn zu finden. Oh, okay. Was wollen Sie? Ich will wissen, was hier passiert ist. Jedes kleinste Detail. Ich kann mich nicht an viel erinnern. Paul, Louis und ich, wir drei waren hier. Das ist unser Haus. Barry war draußen und hat gearbeitet. Dann hat er plötzlich Throckmortons Sohn reingetragen. Er war bewusstlos und hat kaum geatmet. Anschließend ist Barry wieder raus, um Robert Throckmorton zu holen. Und dann? Wir haben den Burschen in Louis' Zimmer gebracht. Dann hat er plötzlich angefangen, komische Geräusche zu machen und... Oh, mir wäre fast der Kopf geplatzt. Er kam wieder zu Bewusstsein und... ab da weiß ich nichts mehr. Dann war alles wie ein Traum. Überschwemmte Straßen, ein schlafender Riese, eine Stimme, die nach mir rief... Oh. Kommt mir bekannt vor. Aber wer sind Sie? Erzählen Sie mir etwas über sich. Ich heiße Will. Will Hammond. Ich bin Fischer, so wie alle, die hier wohnen. Ich, dann Paul, der arme Kerl, Barry und der Innsmouther Louis Flynn. Wir sind nach der Flut hierher gezogen. Davor habe ich für die Eisenbahn gearbeitet, aber da geht nichts mehr, also wurde ich Fischer. Ich hatte die Wahl. Entweder fischen oder sterben. Tja. Wo sind die anderen?
Wo sind Ihre Mitbewohner? Da, auf dem Boden, das ist Paul. Möge Kaul seiner Seele gnädig sein. Barry steht draußen bei Mr. Throckmorton. Der Glückspilz hat von all dem nichts mitbekommen. Aber ich habe keine Ahnung, wo Louis und der Sohn von Mr. Throckmorton jetzt stecken. Ich befürchte langsam das Schlimmste. Louis ist aber auch noch ein Insmartha. Vielleicht hat Mr. Throckmorton doch nicht allzu Unrecht. Wissen Sie, wie Paul zu Tode kam? Nein, als ich wieder klar im Kopf wurde, war er schon tot. Kaul hab ihn selig. Kurze Frage, es ist zwar blöd, ich bin aber Neuankömmling. Was ist Kaul? Wer ist denn dieser Kaul? Zeigen Sie ein bisschen mehr Respekt, Neuankömmling. Kaul ist der Herr, das Licht, die Liebe. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Ah. Gut, danke für die Information. Lassen wir es für den Moment dabei. Passen Sie auf sich auf, Will. Bitte, Sir. Sie sind Detektiv. Sagen Sie mir die Wahrheit. Könnte ich es gewesen sein? Habe ich Paul auf dem Gewissen? Oh, Kaul. Habe ich ihn getötet? Das weiß ich noch nicht, Will. Versuchen Sie, sich hier ein wenig auszuruhen. Die Polizei hat sowieso die Gegend abgeriegelt. Hoffentlich schlafe ich nicht ein und habe dann Albträume. Neuer Hinweis. Hier, Will Hammett wohnt mit drei anderen Fischern, Barry, Paul und einem Insmartha namens Louis Flynn, im Haus der Fischer. Will erzählte mir, dass Barry den bewusstlosen Albert Throckmorton gefunden und ins Haus gebracht hat. Anschließend verließ er das Haus wieder, um Robert Throckmorton zu holen. Als Albert das Bewusstsein wieder erlangte, gab er merkwürdige Geräusche von sich. Offenbar war er wahnsinnig und steckte Will mit seinem Wahnsinn an, der daraufhin Visionen hatte, die den meinen nicht unendlich waren. Als er wieder besinnen war, fand er Paul tot am Boden. Vor und sowohl von Albert als auch von Louis fehlte jede Spur. Mehr weiß er nicht. Okay. Solange sein Sohn nicht gefunden wird, darf niemand seinen Hafen verlassen. Außerdem sucht sein Sohn Alpha. Also, okay. Hä? Ich muss den mal schauen. Karte. Fall mal. Auf der Karte setzen. Ja, das war hier. Gut. Der liegt da auf dem Boden. Da. Man kann kaum das Gesicht dieses armen Kerls erkennen. Es wurde förmlich zu Brei geschlagen. Was? Man muss enorm viel Kraft aufwenden, um so einen Schrank zu bewegen. Geschweige denn umzuwerfen. Was? Ich kriege hier, glaube ich, gerade Vision rein. Was ist das? Tut. Tut. Was haben wir hier? Nicht. Tut. Ja, ich mag das. Das ist nichts. Hier. So wird das nichts mit einem Full House. Ne, leider nicht. Was haben wir hier schon? Wundert mich, dass hier nicht das Foto von jemandem hängt. Was ist das? Ach du Scheiße. Ein Messer. So ein Messer habe ich noch nie gesehen. Allerfeinste Handwerkskunst. Okay, was die Prohibition scheint in Oakmont keine allzu große Wirkung zu zeigen. Scheinbar. So sehen also Insmartha aus. Sagen wir mal. Aber so viel Fische. Oh, ein kleines bisschen. Das Auge.
Gonna, Nechri, Gonna, Gebheil, Nugrujim, Nahavjim. Was? Nimm das, Affengesicht. Ha. Huh. Was geschieht mit mir? Huh. Ist die rausgerannt? Dann hier. Ja! Lauf nur weg! Okay, dann wollen wir mal sehen. Hallo? Ja! Lauf nur weg! Ja, lauf nur weg. Huh. Ich schau mal, ob es so richtig ist. Sitten mit mir. Was geschieht mit mir? Da wurde er verrückt. Nimm das, Affengesicht. Und dann das? Ja, lauf nur weg! Als Albert Throckmorton aufwachte, war er nicht mehr er selbst. Er attackierte die Fischer und seine Hysterie griff auf sie über. Er wurde verwundet und floh. Was? Alter. Kann ich nicht aufmachen? Schade. Gedankenspiel blinkt auf, also schauen wir mal. Gedankenspiel. Albert griff die Fischer an. Als Albert aggressiv wurde. Nein? Ne. Er griff die. Hä? Von Albert ging eine Gefahr aus. Albert stellte für Louis Flynn die andere Fischer eine Gefahr dar. Gut. Albert ergriff die Flucht, verwundet die Flucht. Nee, hä? Nee. Throckmortons und Louis? Ja, Louis und die anderen in Smarter und Augment leiden unter den Throckmortons, weswegen Louis die Familie unmöglich hasst. Womöglich hasst. Ich kann Albert aufspielen. Nach der Auseinandersetzung im Haus der Fischer lief Albert Throckmorton davon und wurde von Louis, einem der Fischer, verfolgt. Mit meinen übersinnlichen Kräften sollte ich sie aufspielen können. Ressentiment gegen die Throckmortons. Louis und die anderen in Smarthan Oakmont leiden unter den Throckmortons, deswegen Louis die Familie womöglich hasst. Okay. Aber der griff die Flucht, verwundete. Albert löste Anfälle von Wahnsinn aus. Albert Throckmorton steckte jeden in seiner Nähe mit seinem Wahnsinn an. Hm. Okay. Dann schauen wir mal. Nach der Auseinandersetzung im Haus der Fischer lief Albert Throckmorton davon und wurde von Louis, einem der Fischer, verfolgt, mit einem meinen übersinnlichen Kräften zu ihn aufspielen können. Einer der Fischer verbrachte einen bewusstlosen Albert Throckmorton, Entschuldigung, ins Haus der Fischer und verließ es anschließend wieder. Als Albert das Bewusstsein wieder erlangte, löste er bei den Fischern einen Anfall von Wahnsinn aus und griff sie an. Einer der Fischer schoss auf ihn, und woraufhin er durch ein Loch in der Wand floh. Huh,